Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserem Videogottesdienst am Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag, das Ende des Kirchenjahres. Wir schauen zurück auf das zurückliegende Jahr. Was ist kostbar gewesen, was schmerzlich oder hart? Das sind Fragen, die wir stellen in diesem Gottesdienst. Heute am Ewigkeitssonntag blicken wir weiter als sonst. Nicht nur auf das Jetzt, wir blicken bis hin zum Horizont und darüber hinaus. Dabei sehen wir auch die, die von uns gegangen sind. Die Zeit unter Corona hat uns einiges abverlangt. Da gibt es Menschen, zu deren Beerdigung wir gerne gegangen wären. Aber es war unter den bestimmten Bedingungen nicht möglich. In der Ferne gab es vielleicht Menschen, die wir sonst noch einmal besucht hätten, aber es ging nicht. Viele sind in dieser Zeit gestorben, die ohne die Pandemie jetzt noch leben würden. Das alles nehmen wir mit in diesen Gottesdienst hinein, den wir feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, heute denken wir an Tod und Leid. Wir gedenken heute all der Menschen, die von uns gegangen sind. Wir bitten dich, schenke uns heute Trost aus deinem Wort und neue Kraft. Hilf uns, neue Schritte in unserem Leben zu tun, die uns weiterbringen. Bewahre in uns die Erinnerungen, die uns gut tun. Lass uns auf deine Hilfe hoffen und sei uns nah. Amen. Liebe Zusehende und liebe Zuhörende, wer um einen lieben Menschen trauert,
der erinnert sich noch lange an die letzten Worte, an die letzten Gesten. Es tut gut zu wissen, ich war noch einmal da. Wo das möglich war, ist das tröstlich. Ich war da, ich habe ihn, habe sie nicht allein gelassen. Manchmal aber stirbt ein Mensch so plötzlich, dass der Abschied erst am Sarg möglich ist. Oder jede freie Minute ist man am Sterbebett und der Tod kommt gerade in dem Augenblick, wo niemand dabei ist. Fast, als hätten die Sterbenden genau diesen Moment gewählt. Wir wollten uns noch verabschieden, aber wir konnten es nicht mehr. Im vergangenen Jahr war das besonders schlimm. Wegen Corona war es oft nicht möglich, sich zu verabschieden, oder wenn, dann nur im kleinen Kreis. Das ist schwer zu ertragen, wenn man Nähe schenken will und nicht darf. Wenn man ohnmächtig nur aus der Ferne dabei sein darf, mit guten Gedanken oder Gebeten den geliebten Menschen begleiten kann. Aber die Gedanken an die Kranken und Sterbenden waren immer da, beim Aufstehen in der Frühe und beim Zubettgehen in der Nacht. Ob sie es gespürt haben, dass an sie gedacht wird? Und wie soll man sich selbst trösten, wenn man den geliebten Menschen allein lassen musste auf dem letzten Weg? Vor vielen tausend Jahren hat ein Mensch Worte der Hoffnung gefunden. Er betet im 139. Psalm: Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Diese Psalmworte sagen, keine und keiner von uns ist ganz allein. Einer ist da, der alle Entfernungen überwindet, der meine Gedanken von ferne kennt. Das tröstet mich. Das hoffe ich für mich und für uns alle. Dass es ein großes Du gibt, das ganz nah ist, bei mir und auch bei denen, denen ich nicht nahe sein kann. Wohin gehen wir, wenn wir sterben? Eine Hospizmitarbeiterin erzählt, dass sie oft im Zimmer, kurz nachdem ein Mensch gestorben ist, eine ganz besondere Atmosphäre spürt. Und dass es eine Zeit braucht, bis der Körper zum Leichnam wird, bis der Tote oder die Tote gegangen ist. Früher hat man Rituale dafür gehabt. Man hat das Fenster geöffnet, damit die Seele gehen kann. Spätestens am Sarg, am Grab, der Urnenstele, beim Gang durch den Friedhof oder den Friedwald taucht sie dann wieder auf, die Frage, wo sind die Menschen jetzt, die ich geliebt habe, mit denen ich freundschaftlich verbunden war? Menschen, die im Geburtstagskalender mit ihren Namen stehen, denen ich aber nie wieder einen Gruß schicken kann. Menschen, deren Fotografien im Wohnzimmer hängen, die in meiner Fotogalerie auf dem Handy sind und bleiben, damit ich mich an ihr Gesicht, an ihr Lachen erinnern kann. Wo sind sie? Wohin gehen wir, wenn das Leben hier zu Ende ist? Der Psalmbeter malt sich das so aus. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte
und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und eine rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Du bist da, weiß der Mensch, der diesen 139. Psalm gedichtet hat. Du bist da und ich bin bei dir. Begreifen kann man das nicht wirklich. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Du bist da. Das ist auch einer der geheimnisvollen Namen Gottes, Yahweh, was übersetzt "Ich bin da" bedeutet. Unvorstellbar für uns alle ist, wie es nach dem Tod sein wird. Einzig Gott ist da. Gott ist im Himmel und im Totenreich, in der Morgenröte und hinter den Meeren, in der schwärzesten Nacht. Und selbst wenn ich wollte, Gott lässt mich nicht aus seiner Hand. Das ist auch meine Hoffnung für unsere Verstorbenen, für die, die allein ihren letzten Atemzug machen mussten. Sie sind nicht allein gewesen. Einer war da, hat sie an die Hand genommen und gesagt, ich bin da. Wir leben noch. Für manche von Ihnen ist das heute am Ewigkeitssonntag, am Totensonntag, sehr, sehr schmerzhaft. Die Dichterin Mascha Kaleko hat das einmal so ausgedrückt. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Dankbarkeit, so sagen manche, würde helfen. Das kann sein, denke ich, wenn sie nicht verordnet wird, die Dankbarkeit, sondern wenn sie einfach kommen darf. Wenn zum Traurigsein irgendwann auch das Erinnern kommt an die gemeinsamen Erlebnisse, an die paar Tage, die uns miteinander geschenkt waren, an das Lächeln oder die wachen Augen, an die Stimme, die man manchmal noch hört und die man nicht vergessen will. Dann kann leise Dankbarkeit wachsen, erwachen. Dankbarkeit für diesen wunderbaren Menschen. Wegen der Pandemie gab es das gemeinsame Erinnern oft nicht, im großen Kreis beim Leichenschmaus oder beim Trauerbesuch. Stille Grüße, Anrufe mussten ersetzen, was sonst beim Gespräch im Wohnzimmer oder sich an der Haustür ereignete. Das Lächeln über das, was gewesen ist, ja, über das Wunder dieses einzigartigen Lebens. In Psalm 139 heißt es dazu, denn du, Gott, hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gibt es so etwas wie ein Schicksal, ein Drehbuch, in dem alles bereits steht? In der letzten Konfistunde habe ich mit meinen Konfirmanden darüber ganz intensiv diskutiert. Ich weiß es nicht, aber dass das Leben mehr ist als die kargen Daten auf dem Grabstein, das weiß ich. Dass das Leben mehr ist als der kurze Lebenslauf,
mit seinen Höhen und Tiefen, dass hinter meinem Leben so etwas wie eine Idee, ein göttlicher Liebeswillen steht, das glaube ich. Ich glaube, unser Leben, das Leben jedes einzelnen Menschen auf dieser Erde, egal wie alt er oder sie geworden ist, dieses Leben ist ein Gedanke Gottes und aufgehoben in Gottes Liebe. Wenn es irgendwann sein darf, dann wünsche ich uns, dass wir das Wunder des Lebens sehen können, das Wunder des eigenen und das der Menschen auf ihrem Lebensweg. Ach Gott, wie oft entfährt uns doch dieser Satz. In diesen zwei Worten steckt so viel. Erschrecken, wenn wir vom Schicksal oder gar vom Tod eines Menschen erfahren. Hilflosigkeit und Ohnmacht darüber, dass da eine Grenze ist, die wir nicht verschieben können. Dass wir nicht wissen, wie wir helfen oder trösten können und wir keine Worte mehr haben für das, was uns geschieht. Ach Gott, da ist auch Wut drin. Wut über die heimtückische Krankheit, Wut über die Ungerechtigkeit und das blinde Schicksal, Wut vielleicht auch über Corona-Leugner und Leichtsinnige. Wut tut gut. Sie stülpt nach außen, was im Innern schmerzt. Sie lässt mich spüren, dass ich noch lebe, dass ich noch schreien und klagen kann. Deshalb muss man auch die Psalmen immer ganz lesen, weil sie die Wut nicht aussperren, sondern rauslassen, wie der Beter auch hier im 139. Psalm. Er schreit, ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten, denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die die hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ach Gott, Gott kennt auch die Wut, hält das aus, selbst das, was ich nicht gehört zu sagen. Vor Gott muss man kein Blatt vor den Mund nehmen. Doch nach der Wut und dem Zorn, was kommt dann? Dann kommt die Stille, die Leere, die mich ganz auf mich selbst zurückwerfen. Wie soll es weitergehen, fragen sich die, die ohne den geliebten Menschen weitergehen müssen. Ohne die Frau oder den Mann, ohne das geliebte Kind oder den Vater und die Mutter. Der Psalmbeter bittet, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Es sind leise Töne, die danach klingen, als ob etwas gefährdet ist, als ob man auch den falschen Weg einschlagen könnte. Aber ich höre hier auch, das leise Tasten nach der Hand Gottes, die leise Bitte, leite mich, Gott, an deiner Hand auf ewigem Wege. Liebe Zuhörende, liebe Zusehende, im 139. Psalm stehen zwei Verse, die ich besonders schön und hoffnungsvoll finde. Es sind Verse, die uns alle, besonders aber die, die einen geliebten Menschen verloren haben, begleiten sollen in die Zukunft, die anders ist als vor einem Jahr. Die Zukunft ist offen, aber niemand muss allein gehen. Gott ist da, im Himmel ganz oben, in der Tiefe bei den Toten, am Morgen des Lebens und am Abend. Gott ist da. Ja, führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich halten und deine Rechte mich halten.
Amen. Ewiger Gott, du bist unsere Hoffnung. Schenke uns die Zuversicht auf den neuen Himmel und die neue Erde, in der der Tod nicht mehr sein wird, auch kein Leid, Geschrei und Schmerz. Stärke unseren Glauben, damit wir aus ihm leben und Hoffnung schöpfen können. Ewiger Gott, schenke uns die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde, wo du all unsere Tränen abwischen wirst. Stärke in uns diese Zuversicht, dass wir sie an die Einsamen und Verzweifelten weitergeben. Ewiger Gott, wo wir alles verloren geben, sind wir bei dir nicht vergessen. Stärke in uns die Gewissheit, dass bei dir niemand verloren ist, auch nicht die Menschen, die wir begraben mussten, die wir vermissen. Bei dir, Gott, ist alles Leben geborgen. Du bist unsere Hoffnung im Leben und im Sterben. Darauf hoffen wir und darauf vertrauen wir. Amen. Lasst uns gemeinsam weiterbeten mit den Worten, die uns Jesus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.